Hallo Crypto-Community und hallo auch Finanzrudel. In diesem Video geht es eigentlich darum, wo habe ich mein Geld investiert und wie entwickelt sich mein Geld. Also gut, also ich werde zuerst mal wegschalten. Also gut, also ich habe angefangen, also hier sieht man, also das Gute ist eben, man sieht, wann habe ich investiert. Also ich habe angefangen mit etwa 1500 Cell-Tokens und 2,4 und ein paar zerquetschte Ether. Die habe ich vor 106 Tagen habe ich investiert. Also ihr seht, das ist alles auf der Blockchain, da könnt ihr auch selber prüfen. Und dann habe ich 79 Tage später habe ich ein bisschen Geld rausgezogen, weil ich musste irgendwas bezahlen. Also habe ich irgendwie 390 Dollar habe ich dann ausbezahlt. Ich wollte auch testen, ob ausbezahlen geht oder nicht. Und dann habe ich dann vor 6 Tagen habe ich 1400 ja und dann ein paar zerquetschte Dollar investiert. Und dann nachher nochmal 4000 Dollar habe ich investiert. Und dann habe ich mir nachher, habe ich, das ist ein Swap, da also habe ich dann ein, habe ich dann ein Farm Token gekauft. Und hier sieht man, glaube ich, nicht, dass ich es, also ich habe es eigentlich über, ich habe meine Uniswaps verkauft, das sieht man hier nicht, okay, gut. Und dann habe ich nachher noch zusätzlich, also, genau, hier das sind, glaube ich, wo ich die Farm verkauft, wo ich das Uni verkauft habe, habe ich nochmal etwa vier Farm gekauft. Und dann habe ich die Hälfte in USDC, und die Hälfte in Farm habe ich investiert. Also warum, das muss ich ja wahrscheinlich in einem anderen Video erklären. Also, oder ich will einfach mal anfangen mit dem Tracken von meinem Portfolio, damit ich auch eine so History, damit ihr so verstehen, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Geld, damit ihr verstehen könnt, was ich mit meinem Geld schlussendlich mache. Okay. Also eben, dann habe ich eben diese Farm-Token, habe ich dann im Liquiditätspool von Uniswap, habe ich die hinterlegt. Und also ich bekomme durch das, dass ich das Geld bei Uniswap habe, bekomme ich eigentlich immer die Gebühren. Also das wird für mich im Liquiditätspool wird das zur Verfügung gestellt. Da können Leute das kaufen, verkaufen. Und eigentlich war es, also vor kurzem, letzten war irgendwie der Preis von Cell und Ether war ein bisschen tief. Und jetzt ist halt so, jetzt ist der Preis halt irgendwie über dank PayPal. Das glaube ich war irgendwie am Freitag kam ich in die Nachricht, dass PayPal jetzt Bitcoin akzeptiert, und dann ist der Preis natürlich durch die Decke geschossen. Also Bitcoin ist auf 12.000 Dollar und Ether aus irgendwie über 400 Dollar von irgendwie 375, so in diesem Bereich. Man sieht das hier auch schön in dem Grafik. Also der Preis war hier nur hier, dann gab es einen kurzen Crash. Also das ist bei Bitcoin halt normal. Und dann ja, muss ich halt ein bisschen an diese Volatilität gewöhnen. Und dann ist dann irgendwie dank PayPal, man sieht auch das Datum, also das könnt ihr selber, jeder kann das, wenn er diese Adresse hat, kann das überprüfen. Und dann ist dann der Preis dann ziemlich schnell auf diesen Bereich hier, also von unter 20, also von unter 21.000 Dollar ist er dann auf 23.000 Dollar geschossen. Also das heißt, innerhalb von, sagen wir, 2 Tagen plus von, ja, sagen wir mal, 1000, ja, 2000, sagen wir, ja, jetzt komme ich, stehe ich gerade ein bisschen am Schlauch. Also 21 plus 23, das müssten 2000 Dollar plus sein. Also, und also die Zinsen, die steigen auch stetig, das kann man auch tracken. Und jetzt momentan habe ich zum Beispiel gesehen, das Farm Token, das ist jetzt ein bisschen tiefer, habe ich jetzt auch investiert. Also ich habe da relativ fast, ja, ich habe relativ einen hohen Preis investiert. Da sehe ich jetzt gerade irgendeine Chance, also ich möchte gerne umschichten. Das heißt, das war irgendwie beim Preis, also ich habe da irgendwo bei Preis 320, irgendwo hier habe ich investiert gehabt. Jetzt ist der Preis runter. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, wenn ich das ein bisschen mehr mache, ein bisschen. Ja, also, wenn ich jetzt auf den Chart gehe, also ich denke persönlich, dass die Entwicklung vom Farm-Token, also es gibt dann so, also hier war so, der Preis kam dann, ich weiß nicht, ob man alles sieht, mal schauen. Man da alles sehen kann im Chart. Also, das ist jetzt ein bisschen technisch, also ich weiß nicht, wie viele Leute
von Charttechnik verstehen. Also ich mache das in der Regel so Pi mal Daumen und ich gehe da nicht so sehr auf die Analyse ein. Und was sind halt sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Und weil es sehr, sehr wenig kapitalisiert ist, muss man eigentlich auch sehr viel Insiderwissen haben. Und was zum Beispiel nicht unbedingt alle haben. Ich meine, wo kommt das überhaupt? Okay. Also auf alle geht es nicht, sagen wir mal einen Monat. Das reicht dann auch. Okay, gut. Also der Preis war irgendwie, sagen wir, am 25. September war er auf 76. Und dann ging es ein bisschen hoch. Also man kann das auch immer im Vergleich zum Volumen. Das wäre halt toll, wenn man es so überlegt. Also in der Regel ist immer, wenn das Volumen steigt, ist das immer auch gut, ein gutes Zeichen für den Preis. Also zum Beispiel hier sieht man, das Volumen war groß, da war eigentlich auch viel und dann ging es dann runter. Hier war auch der Preis dann entsprechend tief. Ich weiß nicht, ob man dann hier jetzt mehr sieht. Dann hier sieht man, erst sieht man es nur für eine Woche. Hier sieht man für einen Monat. Und hier sollte ich, jetzt hat man es. Also hier am Anfang war es halt sehr hoch. Jetzt, ja, der Chart ist ein bisschen dämlich. Also hier muss man richtig reinscrollen. Also, das heißt, hier am Anfang war da richtig so die Boomphase. Da war es irgendwie auf 200. Ja, es gibt auch andere Dinge, wo man die Grafik besser, man den Preischart besser sieht. Aber jetzt, damit ich nicht so viel hin und her, damit ich euch nicht so viel Tools priming muss, schauen Sie einfach mal hier. Also, da muss man so draufhuren. Also, dann sieht man so hier, ging der Preis so wirklich runter. Dann hier war ich am tiefsten. Und dann muss man halt immer so mit dem Volumen vergleichen, mit der Liquidität. Das hängt alles natürlich zusammen, oder? Also, okay, gut. Und jetzt momentan sehe ich jetzt für mich eine Chance, dass ich wahrscheinlich der Preis hier irgendwo war. Also ich denke, irgendwo müsste hier, also ich gehe jetzt von einem Support aus. Also hier ging es dann mal kurz auf unter 200 Dollar. Und ich denke so hier, also charttechnisch würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir von einem bei 200 Dollar etwa von einem psychologischen Support ausgehen können. Also das heißt, ich denke, es ist, also man, das einzige Problem, was man merkt, hier ist das Volumen ist runter, die Fees sind runter, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Harvest-Protokoll, also hier auf Harvest Finance bin und beim Staking sehe, dann sehe ich, da sind auch die Zinsen hoch. Also wenn die Zinsen hoch sind, das heißt, das ist so wie wenn die Zinsen hoch sind, dann stecken die Leute auch mehr, also dann legen die Leute auch mehr an. Und darum ist jetzt für mich, also Zinsen hoch, Preis tief, das heißt, ich möchte gerne mehr Geld da reinstecken. Okay, das heißt, momentan sehe ich zum Beispiel beim anderen sehe ich so einen Hype, also ich sehe bei Sell und Ether ist ein Hype, das heißt, ich möchte gerne 2000 Dollar umschichten. Okay, dann schaue ich mal, wie ich jetzt das mache. Wo bin ich? Ich muss ein paar Fenster zumachen. Also ich muss auf dem Uniswap, auf dem Uniswap. Also gut, jetzt bin ich auf dem Uniswap. Das heißt, ich möchte gerne 2000 Dollar möchte ich gerne verkaufen. Das heißt, ich gehe zuerst auf mein mal hier hin. Ich möchte gerne 2000 Dollar von meinem Sell removen. Also gehe ich hier hin, remove. Und dann will ich, jetzt müsste ich 2000 Dollar definieren, wie viel das ist. Ich muss das nochmal ausrechnen, wie viel habe ich jetzt investiert. Und ich habe es, okay, hier nochmal auf Pool. Nein, ich muss ganz zurück. Ich mache einfach ein neues Fenster auf. Das ist so kompliziert. Okay, also gut, also momentan habe ich 3, 2, 3, 4, 1, 1. Also das ist 100%, also geteilt durch 100. Jetzt möchte ich gerne 2000 Dollar, das heißt, durch 2000. Das heißt, ich muss 11%. Also ich muss 11% davon rausholen. Also dieser Betrag mal. Stimmt das überhaupt? Nein, es ist mehr. Okay. Also ich möchte gerne 2000, jetzt weiß ich, wie ich es mache. 2000 Dollar durch den Betrag. Also 2000 Dollar durch den Betrag.
Okay, das heißt, ich muss 8,5, was irgend unter ein paar zerquetschte. Also das muss ich rausziehen. Okay, gut, dann gehe ich hier hin. Also das heißt, ich muss auf diesen Prozentbetrag. Das heißt 0,85. Also 0,85. Also ich rechne es einfach mal aus. Also ich habe momentan 100% ist so und so viel. Und jetzt möchte ich genau davon 8%. Also mal 8, 8, 3, 4. Und dann sind das 7, 5, 4. 7, 5, 4. Also machen wir mal hier. 3 Stellen nach dem Komma. Jetzt hier eintragen? Nein, ich nicht. Dann geht das. Dann gehe ich wieder. Nein, es geht nicht. Also, eben. Also ich muss jetzt irgendwie schauen. Ja, runden wir mal. Also ich brauche 8, 7, 5, 4. 7, 5, 4. Also machen wir ein bisschen weniger. 7, 5, 4. Ja, es kommt wahrscheinlich hin. Also ist ein bisschen zu wenig. Dann machen wir 9%. Also gut, das heißt jetzt tue ich 9% von meinem Geld. Von meinem Zelle-Konto herausziehen. Also hier kommt dann die Unterschrift. Hier mache ich eine Unterschrift. So, habe ich die Unterschrift. Also ich habe es approved und jetzt muss ich glaube removen. Und dann eben, dann werde ich das bekommen. Okay, dann das durch. Oh mein Gott, die Gas finden ja richtig günstig. Alles gut. Dann ist das jetzt durch? Das heißt, ich müsste ja, wenn das da durchgelaufen ist, müsste ich nachher so plus minus etwa 2000 Dollar rausbekommen. Okay, also ich habe jetzt nicht so viele Fees bezahlt, das kann, sollte eigentlich in, ich auf Ether Gas Station, wie lange das dauert? Ether Gas Station. Ich habe jetzt 22 habe ich bezahlt. Das heißt, es müsste innerhalb von 5 Minuten müsste es eigentlich durchkommen. Okay, dann warten wir schnell. Also gut, ich habe auch noch eine tolle Adresse. Passiert da was? Sonst gehe ich da mal auf die Blockchain und schaue. Also gut, also ich möchte jetzt gerne diese Farm-Token kaufen. Und dann eben muss ich noch USDC kaufen. Und dann will ich das nachher als Liquidität stellen. Und dann will ich in den LP-Token investieren. Und dann lege ich den LP-Token nachher als jetzt muss ich immer noch schauen, wo ich lieber mein Geld hätte. Hätte ich mein Geld lieber beim Profit Sharing oder habe ich es lieber im Pool? Und ich glaube, ich habe es jetzt lieber beim Profit Sharing. Also ich kaufe mir dann einfach für 2000 Dollar Farm Tokens. Okay, ja, das mache ich. Aber ich sehe hier, die Rendite ist vergleichsweise hoch. Also hier habe ich weniger Risiko. Hier habe ich ein bisschen mehr Rendite, aber theoretisch ist dieser wie nennt man es, Impermanent Loss ist unbekannt. Okay, jetzt ist die Transaktion durch. Und dann eben, jetzt habe ich es bekommen. Jetzt habe ich 795 Sell bekommen und dann diese Menge Ether. Und jetzt möchte ich gerne mit diesem Betrag, möchte ich jetzt eben kaufen, tauschen. Also jetzt möchte ich eben. Ja, ich glaube, ich mache es einfach, aber ich verkaufe einfach nur Sell, weil ich habe noch anderes Geld drüber. Also ich kaufe nur Sell, also ich verkaufe meine Sell für den Betrag.
Mal schauen, wie viel habe ich nochmal? 795. Und wenn sie auf den doppelten Betrag 795 muss ich dann verkaufen. Okay. 795. Rechner. 795 mal 2. Also ich muss diesen Betrag verkaufen. Also machen wir Sell. Und dann war noch 1590 und dann hätte ich gerne Farm Token. Farm. Und das? Hallo? Okay, das geht wahrscheinlich nicht direkt. Oder mache ich das am besten? Also ich versuche mal anders. Ich soll einfach mal Farm Token kaufen. Und dann wähle ich das andere einfach. Machen wir es einfach so. Geht es so von hier aus fahren? Das geht nicht. Okay, ich wie viel ist es anders? Also ich gehe jetzt auf den Token. Und dann gehe ich auf Farm Token. Ich gerne den Farm Token haben. Dann eben kaufen. Und bringt es mich, glaube ich. Kommt es was? Ja, es kommt. Okay, gut, jetzt müsste ich eben Farm Token wählen. Also hier möchte ich gerne Farm. Geht das? Farm. Ja, genau, das Farm kommt automatisch. Okay, das ist jetzt, glaube ich. Und dann eben müsste ich das, was ich. Mal schauen. Vorlesen. Schauen wir mal. Also eben Farm ist automatisch. Und dann das andere jetzt habe ich eben diese. Das war jetzt dieser andere Betrag. Ich muss einen Token wählen. Zell. Okay, gut. Und dann wähle ich eben den Betrag, den ich hatte. Okay, gut. Und das müsste dann gehen. Dann müsste ich 10 Farm bekommen. Das heißt, jetzt bin ich wie? Warum habe ich jetzt eigentlich genug? Ah, okay, also ich muss das umgekehrt machen. Also ich muss eigentlich den Betrag oben und das andere unten haben. Wie mache ich jetzt das? Also, kann ich es umgehen? Ja, okay, jetzt habe ich es umgekehrt. Gut. Also jetzt habe ich hier den Betrag. Also jetzt verkaufe ich diesen Betrag an Sell und kriege dann fast 10 Farm-Token. Okay, gut, dann mache ich jetzt das. Also es gibt irgendeinen kleinen Preis. Also ich könnte theoretisch 2 Transaktionen machen, aber ich mache jetzt eine. Und beispielsweise zahle ich dann 2-mal auch Gebühren. Also momentan mache ich das mal kurz. Das heißt, das ist der Kurs. Das ist der Price Impact. Das ist der Liquiditätsfee, also ich zahle 14 Sell Tokens, also das heißt, sind etwa $14 für die Transaktion. Und dann machen wir das mal. Das sind, glaube ich, 2 Transaktionen. Okay, mal schauen. Der Preis hat sich upgedatet. Ja, nehme ich an. Und dann swappen wir das mal. Okay, hier sehe ich die Gasfee, sind relativ günstig. Transaction wie es auch günstig, aber es sind glaube ich 2 Transaktionen. Okay, dann habe ich das gemacht. Dann müsste ich jetzt diese Farm-Token haben. Und dann nachher, wenn ich diese Farm-Token habe, dann tue ich sie nachher in den Harvest Pool. Auf dem Profit Sharing beim Compounding. Also das heißt, es müsste nachher hier ein Betrag erscheinen und dann könnte ich das theoretisch nachher alles investieren. Also, das dauert dann wahrscheinlich 5 Minuten. Also momentan sind 11 Millionen im Liquiditätspool. Und ich schaue mal, wie es so die anderen Tage sich entwickelt. Also es sind momentan... Das war der Maximum also auf 13, das heißt momentan ist es ein bisschen runter. Aber es ist immer noch genug. Also das Volumen ist auch gesunken. Das heißt, man verdient eigentlich weniger. Es gibt Transaktionennummern, es sind auch 15% weniger Transaktionen. Aber das Volumen ist gewaltig gesunken. Das heißt auch, also es könnte theoretisch sein, wenn es der Preis extrem fällt,
dann könnte es ein könnte es zu Impermanent Loss führen. Und man ist beim API ist man immer noch relativ gut. Steht immer noch gut. Liquidität. Volumen. Also da müsste irgendwo meine Transaktion sein. Also ich habe jetzt eigentlich für fast 10. Also warum sehe ich jetzt meine Transaktion nicht? Also ich habe einen Swap gemacht. Das heißt, theoretisch müsste ich den Swap C sehen. Wo sehe ich den? Ich jetzt noch nicht durch. Ich schaue mal auf meine Wallet. Vielleicht habe ich noch nicht angenommen. Ah, doch, jetzt ist es durch. Okay, gut. Das heißt, jetzt momentan müsste ich diese Transaktion in der Blockchain sehen. Das heißt, das müsste jetzt hier irgendwo mal ich schon refreshen. Also ich habe jetzt genau für so plus minus 2000 Dollar habe ich jetzt Farm Token gekauft. Ah, jetzt genau hier. Das heißt jetzt, das ist ja auf der Blockchain, also genau vor 48 Sekunden habe ich 2000 Dollar, also paar zerquetschte bekommen. Aber es also zwei Transaktionen sind. Okay, gut. Jetzt habe ich diese Farm-Token. Jetzt möchte ich die gerne hier im Profit-Sharing reinlegen. Also es sind fast 10. Das heißt, ich habe dann fast 11 Farm-Token drin. Okay, gut, dann mache ich das mal schnell. Also das heißt, ich tue das staken. So. Moment, passiert da was? Also ich habe Maximum Stake. Genau, also hier muss ich wählen, was ich machen will. Staken. Dann muss ich hier die Transaktion confirm. Okay, gut. Mache ich das. Mal schauen, was das alles kostet. Ja, das geht eigentlich von den Kosten. Also am Wochenende sind wir sehr günstig als unter der Woche. Gut. Dann habe ich das gemacht. Oh, sehr gut. Dann gehe ich mal auf mein. Wo sehe ich das? Irgendwo habe ich wo ich das Portfolio sehe. Mal schauen. Ah, genau hier. Dann kann ich mit der Wallet connecten und dann müsste ich glaube irgendwo hier unten. Wo ist es? Oh, jetzt yes, hier. Also jetzt momentan müsste dann der Betrag dann um 2000 Dollar steigen. Das müsste wahrscheinlich auch in 5 Minuten bleiben. Ja, ich muss mir von diesem Format-Video, wie ich es mache, muss ich mir wirklich überlegen, dass ich eine Strategie mache. Also hier. Jetzt haben wir dann, sieht man, hier ist jetzt angekommen. Also sind es die Unstaked. Und sobald es gestaked ist, wäre es dann mehr. Das sollte, sobald es, ja, wenn man da noch eine Grafik macht, also, wenn es in der Blockchain ist, es gibt halt die ganzen Tools noch nicht. Oder die Leute bauen es halt erst. Also, wir sind halt momentan nur in der Entwicklung. Es ist halt sehr spannend, oder? Vieles passiert und vieles entwickelt. Es ist auch riskant und so. Also, aber die Chancen sind sehr hoch. Und das Risiko ist auch relativ hoch. Also jetzt ist es durch. Das heißt, jetzt müsste ich refreshen können und dann müsste ich den Betrag jetzt im Ding. Mal schauen, ich kann nochmal connecten. Geht es? Muss ein bisschen warten. Okay, jetzt müsste ich diese gestaken. Das müsste ich jetzt hier. Das sind jetzt die gestakten, die ich jetzt neu gestaked habe und das, was ich vorher hatte. Das heißt, momentan müsste ich irgendwie, habe ich eben so 4000 Dollar drin. Okay, gut. Dann. Glaube ich, wäre es das. Also ich habe jetzt, was ich jetzt gemacht habe, das Stake ist jetzt completed. Also gut, gehen wir mal zurück auf meine Adresse. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe 2000 Dollar von einem Sell-Wallet rausgezogen. Wie komme ich jetzt am besten dahin? Ah, hier. Also hier, von meinem Konto habe ich 2000 Dollar rausgezogen. Also hier gehe ich auf mein Konto. Jetzt habe ich eben 2000 Dollar rausgezogen, also eben, weil der Preis von Ethereum so gestiegen ist, habe ich jetzt einfach meine Gewinne, habe ich in was anderes investiert. Und dann hoffe ich, also hier seht ihr zum Beispiel die Transaktion, also ich habe da etwa plus minus 2000 Dollar verkauft, also removed, und dann 2000 Dollar habe ich noch in diesen Pool investiert. Und ja, da hoffe ich mir eine bessere Performance. Okay, also Gebühren sehe ich auch, habe ich jetzt 15 Dollar total Gebühren bezahlt. Und ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Liken und Followen. Ja, ich bin halt in diesem Video-Ding noch ein bisschen neu, also
Hab ein bisschen Geduld, das wird schon kommen.